So, es gab jetzt gerade schon eine kleine Vorüberlegung. Wir gehen davon aus, dass ein Elektron hier mit einer sogenannten Beschleunigungsspannung UB von 120 Volt vorbeschleunigt wurde, sodass es eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat und die dann im weiteren Vorgang beibehält. Und dann tritt es in das Längsfeld eines Plattenkondensators ein. Das heißt, wenn es schon mit einem gedachten Längsfeld beschleunigt wurde, gibt es jetzt ein weiteres Längsfeld. Allerdings kann man der Aufgabe entnehmen, dass das Elektron dann von diesem zweiten Längsfeld nicht weiter beschleunigt, sondern abgebremst wird. Das ergibt sich aus dem Kontext. Wir lesen mal durch, was da alles steht. Also einmal die 120 Volt, dann ein Plattenkondensator mit wiederum Plattenfläche 10 Quadratzentimeter, Plattenabstand 4 cm, ähnlich wie vorhin, können wir mit der baulichen Formel im Prinzip, könnten wir da die Kapazität berechnen. Darauf kommt es aber tatsächlich gar nicht an. Teil A ist dann die Frage, welche Geschwindigkeit V0 hat das Elektron zunächst mal erreicht aufgrund der Spannung UB? Und dann bei B, wie muss man wiederum jetzt die Spannung UC, C für Kondensator, das sei hier der Kondensator, hier einstellen? Das müsste ich vielleicht mal durchaus, wenn ich das so machen darf, ich zeichne das mal hier mit ein. Da würde ich jetzt sagen, wenn das die Klemmen sind, dann würde hier praktisch UC positiv angelegt und hier hätten wir dann praktisch 0 Volt, wenn man das mal so einzeichnen möchte. Ja? Wie groß muss diese Spannung UC sein, damit das Elektron nur 3 cm tief in dessen Feld eindringt? Das ist sozusagen das Signalwort oder die Signalangabe, um zu erkennen, dass das Elektron hier abgebremst wird. Denn es würde praktisch nach den ersten 3 cm Strecke zum Stillstand kommen. Übrigens der weitere Vorgang, klar, der wäre dann so, dass es dann wieder zurückfliegt. Anders kann es nicht gemeint sein. Ja? Wir müssen uns also gemeinsam klar machen, dass das hier ein Plattenabstand von insgesamt 4 cm sein soll. Ich mache es mal in einer anderen Farbe. Das hier wären jetzt 4 cm. Und eindringen würde es aber nur, machen wir mal so ein Kreuzchen dahin, also bis zu dieser Position. Vielleicht lieber in grün, weiß es auch nicht. Das soll nur so eine Merkhilfe jetzt hier sein. Und ich mache es vielleicht auch nicht gerade auf einer Feldlinie drauf, sondern meinetwegen so. Okay, jetzt zur Rechnung. Energieansatz. Bewegungsenergie entspricht 120. Ach, das ist vielleicht auch eine schlaue Sache, statt jetzt umständlich auf Joule umzurechnen und die Elektronenladung ins Spiel zu bringen, nehmen wir doch die schlau dafür eingeführte Energieeinheit Elektronvolt. Ja, hier nochmal dazu. Die Arbeit, die man elektrisch an einem Elektron oder einem Ladungsträger verrichtet, ist immer die Spannung, der man es aussetzt, der man den Ladungsträger, also ja, die Spannung, die man wirken lässt, oder die Spannungsdifferenz, die dieses Teilchen zurücklegt, mal die entsprechende Ladung. Und wenn das 1 Volt wäre, diese Spannung, und die Ladung zum Beispiel 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb entspricht einer Elementarladung, jetzt mal positiv gedacht, Proton, ja, oder Positron, dann kommt man auf 1 Volt mal 1E für Elementarladung und das kürzt man dann im Endeffekt ab mit 1EV, also 1 Elektronvolt. Damit sei nochmal geklärt, dass das die Energie eines mit 1 Volt beschleunigten Elektrons ist. Und dementsprechend wird ein Elektron, das mit 120 Volt beschleunigt wurde, eine Bewegungsenergie von 120 Elektronvolt besitzen. Das ist proportional. Ja? Und das ist gleichzusetzen mit der Bewegungsenergie mechanisch 1/2 m mal V0². Klassisch. Es gibt ja wieder diesen Hinweis, dass wir nachher schauen müssen, ob wir da oberhalb von 10% der Lichtgeschwindigkeit sind. Wenn ja, hätten wir im Nachhinein relativistisch rechnen müssen, ist aber nicht der Fall. Sehen wir gleich. Das Ganze stellt man um nach V0. Das geht einfach mal 2 das Ganze hier drüben. Wobei ich bin jetzt gleich wieder auf die Spannungsschreibweise gegangen. Ich habe also Weg hin wiederum ausgedrückt durch U mal E, E, weil es ja ein Elektron ist oder halt Elementarladung. Also 2 mal Weg hin heißt im Endeffekt auch 2 mal die elektrische Energiezufuhr, also 2 mal E mal U. Dann geteilt durch die Masse, damit habe ich V0² isoliert und jetzt ziehe ich noch die Wurzel. Steht alles im Skript. Ja?
die erreichte Endgeschwindigkeit, die ich V0 nenne, weil sie dann letztlich die Startgeschwindigkeit des restlichen Vorgangs ist, lautet Wurzel aus 2 mal Ladung mal Spannung geteilt durch Masse. Hier sehen Sie nochmal die berühmte spezifische Ladung, die wir beim letzten Mal diskutiert hatten. Ladung pro Kilogramm sozusagen, also pro Masse, ne? In Coulomb pro Kilogramm. Einsetzen, Wurzel aus. Jetzt muss ich zugeben, das ist zwar schön elegant hier, aber letztendlich muss ich doch die Elementarladung in irgendeiner Form einsetzen. Das ist dann hier bereits erfolgt. Können Sie sich vorstellen, jetzt muss ich selbst überlegen, ich habe hier schlauerweise aus einer Formelsammlung, können Sie gerne mal überprüfen mit derjenigen, die Sie zur Hand haben, habe ich gleich die spezifische Ladung des Elektrons hergenommen. Also ist sozusagen dieses E durch M bereits in einem Schwung. Und das findet man in manchen Büchern, da steht ein Wert von 1,76 mal 10 hoch 11. Da sehen Sie es, Coulomb pro Kilogramm, ja? Spezifische Ladung des Elektrons. Dann also mal 2 und mal die Spannung 120 Volt. Wurzel ziehen, der Taschenrechner sagt, Ergebnis ist etwa 6,5 mal 10 hoch 6 Meter pro Sekunde. Nochmal an alle, ich habe kein Feedback bekommen vorhin und ich möchte keine Klagen hören. Stellen Sie bis zur Prüfung sicher, dass Sie mit Ihrem Taschenrechner, ohne nachzudenken, in der Lage sind, solche Zehnerpotenzen einzutippen, ja? Auf dem einfachsten Wege. Meistens gibt es dazu eine Taste mit Groß E, bei mir hieß sie jetzt EXP, mit der man das machen kann. So interessant, das ist ziemlich genau, kann man sagen, also grob geschätzt, 2% der Lichtgeschwindigkeit. Ja? Sie wissen, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist 3 mal 10 hoch 8. Ich habe hier den doppelten Zahlenwert ungefähr, aber dafür die Hochzahl ist um 2 geringer. Also sozusagen mal 2 geteilt durch 100 entspricht geteilt durch 50. Ich habe also von der Vakuum-Lichtgeschwindigkeit ausgehend mit 3 mal 10 hoch 8 durch 50 zu teilen, um diesen Wert von 6 mal 10 hoch 6 zu erreichen. Wenn ich das Komma 5 ignoriere, sind es 2%. Und damit sind wir im grünen Bereich für eine nicht-relativistische Berechnung. Jetzt können wir zu B übergehen. Und jetzt fällt doch auf, mir fällt jetzt zumindest auf, dass diese 120 Volt, nein, ich muss es anders sagen, mich erinnert es ein wenig an die Aufgabe von vorhin mit dem Entladen eines Kondensators, anfangs 150 Volt, nach 10 Sekunden 120 Volt. Das werden wir gleich sehen, dass diese Zahlenwerte hier ähnlich auftauchen. Nein, wir brauchen eine schlaue Überlegung vielmehr. Und eine Möglichkeit ist jetzt die. Wir überlegen uns, dass die Arbeit, die jetzt das Elektron gewissermaßen entgegen, ja, wie soll man sagen, die Arbeit, die das elektrische Feld am Elektron verrichtet, während das Elektron hier eindringt, ja, darin besteht, dass es abgebremst wird. Und bekanntlich ist die elektrische Feldstärke nichts anderes als die Kraft pro Ladung wiederum, ne, die auf ein elektrisches Teilchen wirkt. Also gilt immer die Gleichung E gleich F durch Q. Anders gesagt ist dann die Kraft immer E mal Q, also elektrische Feldstärke mal Ladung, und zwar die Ladung, auf die das Ganze wirkt. Das heißt, ich kann Elementarladung E mal elektrische Feldstärke, homogenes Feld hier, setzen gleich Kraft, dann sage ich Kraft mal Weg, das entspricht wiederum der Arbeit, und da das Elektron jetzt seine gesamte Bewegungsenergie von 120 Elektronvolt verbraucht, während es in das Feld eindringt, heißt, kann ich das gleichsetzen mit 120 Elektronvolt, diesen Arbeitsaufwand. Das ist sozusagen die Arbeit, die das Feld E am Elektron verrichtet, indem es das Elektron auf Null abbremst und dabei wird seine gesamte Bewegungsenergie umgewandelt. Ja, in sozusagen, ja, also die Energiebilanz ist genau die hier steht. Das heißt, wir brauchen ein entsprechend starkes Feld und wir können diese Gleichung nach E umstellen. Wir müssen nur durch klein e mal klein s teilen. Dann haben wir groß E isoliert. Oben steht 120 Elektronvolt, unten Elementarladung E mal Strecke S. Mit Strecke S meine ich letztlich diese 3 cm. Wissen Sie, das ist natürlich jetzt schon elegant, statt hier kompliziert in Joule umzurechnen, indem man 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb hinschreibt, multipliziert, bleibe ich bei Elektronvolt. Denke dran, dass das E zwar für Elektron, aber gleichzeitig auch für Elementarladung steht. Und da es auch unten steht, ne, aufgrund dieses Ansatzes, kann ich es kürzen.
Und das Einzige, was bleibt, sind oben 120 Volt und unten die 3 Zentimeter, also in Meter ausgedrückt 0,03 Meter. Jetzt teile ich also 120 durch 3/100. Anders gesagt, ich nehme es mal 100 und dann durch 3. Machen wir es noch einfacher, erst durch 3 teilen, dann mal 100. 120 durch 3 sind 40, mal 100 sind 4000. Dann komme ich auf 4000 Volt pro Meter, elektrische Feldstärke. Sie wissen, es gibt keine, leider keine eigene Einheit für die elektrische Feldstärke, aber das ist eine kompakt eine Möglichkeit, es mit Standardeinheiten auszudrücken. Naja gut, das sagt uns jetzt auch nicht viel, aber wenn wir jetzt UC berechnen wollen, ja, dann müssen Sie sich erinnern, dass die, das steht alles im Skript, ja. Das Elektron mit dem multipliziert mal E, das verstehe ich nicht. Das dachte ich. Da muss ich zurückverweisen auf, ich weiß, es ist alles in relativ kurzer Zeit gewesen, aber so ist die zeitliche Situation eben. Sehen Sie es hier? Da steht es auch schon wieder. Kraft ist Ladung mal Feldstärke. Selbst da steht es. Nur, dass ich halt jetzt speziell E habe als Ladung des Elektrons. Aber schau, wo es eigentlich herkam, das war ganz zu Beginn, am Anfang des Themas, haben wir gesagt, kurz vom Gleichstrom, warten Sie, hier. Ja, Arbeit, Potential, Spannung, da war es, elektrisches Feld. Und da haben wir gesagt, wir definieren die elektrische Feldstärke als die Kraft, die von einer Quellladung ausgeübt wird auf eine Testladung, indem wir sie als Kraft pro Ladungseinheit beschreiben. Ja? Damit ist die Einheit der elektrischen Feldstärke ein Newton pro Coulomb oder auch ein Volt pro Meter. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich das auch umstellen und sagen, F, Kraft ist dann Feldstärke mal Ladung. Mehr ist es nicht. Sie müssen bei elektrischer Feldstärke immer dran denken, dass das nichts anderes ist als eine normierte Kraft. Also ist die Beschreibung jetzt in dieser Aufgabe, dass die Beschreibung der Feldstärke des Plattenkondensators in Form eben der Feldstärke basiert auf dem Konzept, dass das eigentlich eine messbare Kraft ist, aber geteilt durch die Ladung, auf die sie wirkt. Und deswegen gilt das auch für die Kraft, die auf das Elektron wirkt, wenn es sich in diesem Kondensator befindet. Seine Ladung mal die Feldstärke ist seine Kraft, also die Kraft, die auf das Elektron wirkt. Wenn Sie so wollen, folge ich dann nur der Definition der elektrischen Feldstärke. Vielleicht ist es jetzt besser, ne? Ich hoffe, Sie können auch da erkennen, dass, was ich da durchgestrichen habe, ist ein kleines E. Ne? Das von oben für Elektron, Volt, aber E wie Elementarladung und ein E ebenfalls wie Elementarladung. Ist mir klar, dass das in der kurzen Darstellung jetzt nicht allen so einleuchtet. Aber ich hab zum Schluss noch eine alternative Lösungsmethode und damit kann ich Sie, glaube ich, ohne Feldstärke, ohne die ganzen komplizierten Sachen nochmal neu überzeugen. Folgen wir erstmal der Rechnung zu Ende. Diese benötigte Kondensatorspannung zwischen den Platten, da vielleicht, weil Sie da auch gerade zum Teil gedanklich hängen, da müssen Sie sich nochmal hierhin zurückdenken im Skript. Als wir die bauliche Formel, da bin ich jetzt schon wieder viel zu weit, vom Plattenkondensator hatten, das war hier, da war dann eingerahmt die Formel, die Gleichung E gleich U durch D. Das ist die elektrische Feldstärke zwischen den Platten ist die Spannung, die Plattenspannung geteilt durch den Plattenabstand. Das hatte ich auch mit Energieerhaltung begründet und erklärt, dass Arbeit ist Kraft mal Weg und wenn ich eine Testladung von einer auf die andere Platte bringe, dann ist es wieder im Grunde nichts anderes als die umgestellte Version. Hier sowas wie Arbeit ist Kraft mal Weg, umgestellt Kraft ist Arbeit pro Weg und das Ganze normiert auf die Einheitsladung, heißt dann Feldstärke ist Spannung geteilt durch Plattenabstand. Es ist eine der, kann man auch sagen, die zweite Grundgleichung des Kondensators. Und Sie müssen sich über sowas jetzt nicht, Sie müssen ja nicht in der Tiefe das verinnerlicht haben, aber das steht in jeder, wirklich in jeder handelsüblichen Formelsammlung. Ja? Und das benutze ich auch gerade, E gleich U durch D. Da bin ich gerade. Und jetzt noch kurz zu Ende hier. Umgestellt, U ist E mal D. Ja? Also jetzt haben wir vorhin ausgerechnet und überlegt, aha, die Feldstärke muss 4000 Volt pro Meter sein, damit das Elektron nur 3 Zentimeter tief eindringt.
Umgekehrt heißt es aber, die zugehörige Plattenspannung muss diese Feldstärke mal diese 3 cm. Entschuldigung, nicht, jetzt Vorsicht, jetzt ist D der Plattenabstand von 4 cm, also mal Plattenabstand sein. Und das enthält jetzt 4000 Volt pro Meter mal 4 cm, 0,04 Meter, ja. 4 mal 4 ist 16, machen wir es so, 4 mal 10 hoch 3 mal 4 mal 10 hoch minus 2, das kann man schön mit Kommaschieberei auch hinkriegen, ne? Also ich würde sagen, 4 mal 4 ist 16 und eine 0 muss ich noch dranhängen. Dann komme ich auf 160. Und interessant, stimmt übrigens nicht mit den 150, wie ich vorhin meinte, man kommt auf 160 Volt. Und jetzt, wenn man dieses Ergebnis hat, dann muss einem doch auffallen, dass komischerweise die 120 Volt, mit denen das Elektron vorher beschleunigt wurde, ausgerechnet gleich 3/4 von diesen 160 Volt von diesem zweiten Kondensator sein, ja, darstellen. Also sprich, kann das jetzt ein Zufall sein, dass wenn das Elektron mit einer Spannung von 120 Volt beschleunigt wurde, es dann in einem 160 Volt Kondensator gerade mal 3/4 der Strecke schafft, zurückzulegen? Oder ist es eigentlich im Grunde der Beweis, dass wir viel zu kompliziert gerechnet haben? Ja, es ist so. Wenn, wir können mal so denken, was wäre denn, wenn das Elektron es schafft, mit Mühe und Not gerade von, also verstehen Sie, dass das Elektron hier abgestoßen wird? Das ist halt wichtig zu verstehen. Es dringt hier ein, in die, also durch diese Öffnung da, in den Kondensator, da hat es noch seine volle Geschwindigkeit, das müssen wir uns so vorstellen, ja. Nicht, dass es hier noch weiter beschleunigt wird, aber hier wird es jetzt, ab dem Moment, wo es eingedrungen ist, wird es von der negativen Platte des Kondensators permanent abgestoßen. Deswegen fällt es dem Elektron auch so schwer, sich da dieser Platte anzunähern. Nehmen wir mal an, es würde es schaffen, gerade so bis zu dieser Platte zu gelangen. Dann ist doch eigentlich klar, dass die Spannungsdifferenz, die das Elektron durch mit Abbremsung dann zurücklegt, genau die gleiche ist, mit der es vorher beschleunigt wurde. Energiebilanz. Ja? Wenn ich es von ruhendem Zustand mit 160 Volt auf eine Geschwindigkeit von hier 6,5 mal 10 auf 6 Meter pro Sekunde beschleunigen konnte, dann ist doch klar, dass ein gleich starkes Feld, das andersrum gepolt ist, es auch schafft, dieses Elektron wieder auf Null abzubremsen, wenn es dieselbe Spannung, nämlich von 160 Volt, besitzt. Sehen Sie, wenn, oder anders gesagt, das Elektron wurde mit 120 Volt beschleunigt, wenn dieser blaue Kondensator jetzt auch 120 Volt Spannung hätte, würde es das Elektron bis zum anderen Ende schaffen. Da es aber nur 3/4 der Strecke schafft, heißt es, dieser Kondensator ist stärker aufgeladen als 120 Volt. Und jetzt nimmt man einfach eine Verhältnisgleichung, das ist wie ein Dreisatz, ne, und sagt, von der gesuchten Spannung sind 120 Volt eben gerade 3/4. Sonst würde, und deshalb schafft das Elektron auch nur 3/4 der Strecke. Das sind alles lineare Gleichungen. Da kann man proportional rechnen. Und 3/4 oder andersrum, 3/4 von 160 Volt sind 120 Volt oder eben 120 mal 4/3 sind 160 Volt. So einfach wäre die Aufgabe mit einer schlauen Überlegung dann zu lösen gewesen. Aus irgendeinem Grund ist mein Bildschirm schlagartig dunkler geworden. Ich weiß nicht, ob Sie das merken, aber damit wären wir jetzt hier eigentlich durch.